Vers 8 in Klammer, hier wird der indirekte Kontakt des höchsten Herrn mit Maya beschrieben. Rama Devi, die spirituelle Chit-Kraft, die geliebte Gefährtin des höchsten Herrn, ist die Reglerin aller Wesen. Der göttliche, vollständige Teil Krishnas erschafft die materielle Welt. Bei der Schöpfung erscheint ein göttlicher Lichtring, der vom Wesen her Krishnas persönliche Teilemanation, in Klammer Swamsha, ist. Diese Lichterscheinung ist der göttliche Shambhu, das männliche Symbol bzw. das manifestierte Emblem des höchsten Herrn. Und sein Licht ist die dämmerige Widerspiegelung des höchsten ewigen Strahlenglanzes. Dieses männliche Symbol ist jene Teilemanation des Höchsten, die als Erzeuger der materiellen Welt fungiert und der höchsten Reglerin Niyati untergeordnet ist. Die empfangende Kraft in der materiellen Schöpfung tritt aus der höchsten Reglerin hervor. Diese Empfängniskraft ist Maya, die begrenzte, nicht absolute, apara Kraft, das Symbol weltlich-weiblicher Fruchtbarkeit. Die Vereinigung dieser beiden bringt das verzerrte Erkenntnisvermögen Mahat Tattva hervor, den Abglanz des Samens des im höchsten Herrn vorhandenen Schöpfungswunsches. Erläuterung: Der vom Schöpfungswunsch erfüllte Shankarshan ist jene persönliche Teilemanation Krishnas, die die Initiative ergreift, welche zur Geburt der materiellen Welt führt. Während er als der urerste Purusha Avatara im Wasser aller Ursachen liegt, wirft er seinen Blick auf Maya, die begrenzte Energie. Dieser Blick ist die ursprüngliche Ursache der materiellen Schöpfung. Shambhu, das männliche Symbol materieller Zeugungskraft, ist der dämmerige Lichtring der reflektierten Ausstrahlung jenes Blicks. Es ist jenes Symbol, das mit dem Zeugungsorgan Mayas, des Schattens Ramas, der göttlichen Energie in Berührung tritt. Die erste Erscheinungsphase des von Mahavishnu geschaffenen weltlichen Begehrens wird als das samenhafte Mahat-Prinzip bzw. als verzerrtes Erkenntnisvermögen bezeichnet. Es ist dieses Prinzip, das mit dem geistigen, zur Zeugung reifen Prinzip identisch ist. Dem liegt das Verständnis zugrunde, dass es der Wille des Purusha ist, der durch die Anwendung der instrumentalen und materiellen Prinzipien die Schöpfung veranlasst. Das instrumentale Prinzip ist Maya, das weibliche Zeugungsorgan. Das materielle Prinzip ist Shambhu, das männliche Zeugungsorgan. Mahavishnu ist der Purusha, die dominierende göttliche Person, deren Wille geschieht. Das Pradhana, das Urprinzip aller materiellen Substanz, ist das materielle Prinzip. Die Natur, die das empfangene Prinzip, Adhara, verkörpert, ist Maya. Das Prinzip des verkörperten Willens, der den Verkehr der beiden herbeiführt, ist die dominierende göttliche Person, Purusha, die persönliche Teilemanation Krishnas, die die materielle Welt hervorbringt. Alle drei zusammen bilden die Grundfaktoren der kosmischen Schöpfung. Der Same liebevollen schöpferischen Wunsches in Goloka ist die Verkörperung reinen Bewusstseins. Der Same sexueller Begierde in der materiellen Welt kommt von Kali und ähnlichen Göttinnen, die nur Schatten der spirituellen Kraft sind. Der erstgenannte Same ist, obgleich er den Prototyp des Letzteren darstellt, weit von diesem entfernt. Der Same
weltlichen sexuellen Verlangens ist die in der materiellen Welt sichtbare, verzerrte Spiegelung des Samens des ursprünglichen kreativen Verlangens. Wie Shambhu in dieser Welt erscheint, wird im 10. und 15. Vers beschrieben.